So Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es, ja, ein Pack-Experiment, aber ein chaotisches Pack-Experiment, nicht zu vergessen. Ich habe einfach für mich die Aufnahme laufen lassen im Hintergrund, oder besser gesagt immer wieder die Aufnahme gestartet, wenn ich ein Pack hatte. Ich habe alles mal getestet, wie wahrscheinlich jeder von euch auch. Hab mal ein paar TDW-Packs gemacht, sehr, sehr viele Upgrade-Packs gemacht, wir haben einen Kracher gezogen. Macht euch auf jeden Fall gefasst, schreibt mir in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Wenn ihr neu seid, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns morgen mit einem Livestream wieder, Jungs. Jetzt geht's los mit dem Video. Let's go. Okay, wir testen mal so ein 81 Plus Pack. Ich bin gespannt, was hier rauskommen wird. Komm, EA. Ihr könnt mir sehr gerne direkt einen Son Inform gönnen. Oder einen De Bruyne Inform. Einen Mané Inform nehme ich auch mit. Gar kein Problem. Die SBC ist scheiße teuer. Deswegen gönnt. Nein, schade. Aber. Ach Gott, Joe Moutinho oder sowas. 83er immerhin. Man kann ein bisschen. Oh, 84er. Man kann sich ein bisschen. High-Rated-Spieler ercraften, sage ich mal. Dahinter ist, das war's dann auch wieder. Normales Serie A-Pack und normales League-Or-Pack. Mal gucken, ob diese Packs denn gönnen. EA? Gehen wir rein? Oh, Walkout hält halt die Fresse jetzt. Ah, Pjanic aus normalen, okay. Nehmen wir mit. Dafür, dass man hier nur einen Gold-Spieler reintun muss, egal ob rare oder nicht, kann man sich auf jeden Fall was ercraften. Nehmen wir mit, hier ist nur ein Seltener drin, wir haben Pjanic gezogen. Okay, drittes Upgrade-Pack, ich bin gespannt. Fahren wir wieder rein? Nein, leider nicht. Okay, skippen wir weg. Okay, haben wir nochmal ein Ligue 1 La Liga Upgrade-Pack. Erstmal noch die schlechten Jungs. Wir wollen erstmal noch testen, ob die denn auch vielleicht gut sind, aber hier bekommen wir jetzt keine Leinwand. Aber wie gesagt, das Gute ist an diesen Packs, man bekommt immer einen seltenen Spieler. Und den kann man dann halt in die Upgrade-SBC packen. Öffnen wir noch kurz das La Liga-Set. Komm schon, EA. Pushen. Vielleicht Messi in so einem schlechten. Wer weiß. Na, okay. Da war ich für einen kurzen Moment in meiner Traumwelt. Okay, 81 plus League or Upgrade-Set. Die sollen sehr, sehr OP sein, da es nicht viele seltene Spieler gibt in der französischen Liga. Wir fahren nicht rein. Hier, moin. Ich nehme alles zurück. Was ist das? Ich sehe Bilder auf Twitter direkt und dann komme ich. Alter, 281er bekomme ich. Komm bitte. Pushen, 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 pushen. Oh, wir fahren rein. Na, leider kein Inform, kein Walkout. Aber es wird Fabregas. Ne, Sarabia. Pablo Sarabia, okay. Nehmen wir mit. Solange es immer ein 83er wird, bin ich zufrieden. Und das sogar aus dem Schlechten jetzt. Also am Ende, wirklich, muss man, glaube ich, nur Päckler haben. Das ist egal, ob es aus dem Schlechten oder ob es aus dem Guten kommt. Okay, La Liga. 281 plus Spielerset. Komm schon, Messi. Würde ich nicht nein zu sagen. Komm, Messi. Komm zu Papa Messi. Was? 81 plus ist ja wirklich kompletter Müll bei mir. Nicht mal eine Leinwand. Mehr erwarte ich doch gar nicht. Man bezahlt wie viel für so ein Pack? Über 10.000 bestimmt. Alle müssen selten sein. So 8.000, 9.000 mindestens bezahlt man für so ein Pack. Ich habe halt zum Glück bis jetzt nichts bezahlt, weil ich alles im Verein habe. Aber langsam gehen mir auch meine Spieler aus. Für euch ziemlich dumm wahrscheinlich, wenn ihr immer so ein Pack seht und dann einen Cut. Aber Jungs, was sollen wir machen? Nächstes Pack. Komm. Ein RTG-Spieler, der ja gerne einen Messi haben will, der wieder keine Leinwand bekommt. Bitte. Ich habe den Controller gestern bekommen. Es tut mir leid. Mal sehen, was man hier raus bekommt. Alles untradable. Ich gebe es mal ab. Garantieren ein aktueller Team of the Week Spieler. Es kann nur scheiße werden. Wir schauen es uns mal an. Okay, es wird ein Walkout. Mal sehen. Spanien wird wahrscheinlich nichts Großartiges werden. Es wird Aspas. Also doch nur Spieler aus dem jetzigen TDW oder wie. Ey, ich check gar nichts mehr. Hier mal. Naja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst, Jungs. Okay, 81 plus Set. Komm, Premier League. So viele Abonnenten haben wir geschickt, wie sie Salah gezogen haben. Einer hat Son gezogen. Komm. Fahr wenigstens rein. Er fährt rein, Jungs. Er fährt rein. Er fährt rein. Er gibt kein Walkout. Er gibt. Ja, wieder Joe Moutinho, oder? Zum Glück habe ich ihn gerade abgegeben. Zum Glück habe ich ihn gerade in die TDW-SBC abgegeben. Sonst hätte ich ihn jetzt abstoßen können. Komm, dahinter noch was. 83er oder so. Ah, es ist in Ordnung. Immerhin. Okay, komm. Nächstes 81 Plus Set, League Or. Ich habe jemanden auf Twitter gesehen, das ist ein Kollege von mir, grüße ihn raus. Er hat aus dem vierten League Or Set einfach Ben Yedda gezogen. Ich mach's einfach mal nach. Ja, Verratti wahrscheinlich. Ah, schade. Immerhin, aber nehmen wir mit, no joke. Ist ein 86er, können wir in SBCs tun. Wahrscheinlich werde ich noch eine Team of the Week SBC machen. Und da passt er auf jeden Fall sehr, sehr gut rein. Bis jetzt, ich bin zufrieden mit den Sets, Jungs. Ist ein bisschen kompliziertes Video, weil mal hier Upgrades kommen, mal da Upgrades. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal in der französischen Liga, weil hier
kann man halt Neymar, Mbappé und Benjeda in Form ziehen. Und das Ding ist, hier gibt es nur 30 seltene 81-Plus-Spieler. Und davon gibt es einmal Neymar, Mbappé, Benjeda. Also die Chance ist 1 zu 30, jemanden von diesen Spielern zu ziehen. Deswegen werden wir erstmal in der französischen Liga bleiben. Komm schon, EA. Komm schon. Hier steht doch für Gönn, dachte ich bei euch. Pushen. Ein Walkout bitte zum Mitnehmen. Komm, fahr immerhin rein. Fahr rein. Er fährt rein. Okay. Kein Walkout. Das wird Tovar, glaube ich, ne? Ja, Tovar. 84? Na, 83, schade. Okay, nächste 2, 81 plus League All Sets, dass ihr Bescheid wisst. Wahrscheinlich, wenn ihr zu Hause die Packs macht, ihr habt ja selber erstmal die Packs getestet, habt einmal die La Liga getestet, die Premier League, habt euch ein TDB-Set gegönnt. Genauso ist das Video, ich wollte alles mal ausprobieren. Alles in einem Experiment, aber das Video ist auf jeden Fall noch lange nicht fertig, Jungs. Wir kommen gleich noch mit 2, 3 Tradable Team of the Week Sets. Ich habe auf Twitter gesehen, wie Leute Messi, Ronaldo ziehen. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Da will ich auch natürlich meine Chance testen. Und hier, ey, das ist so krass. Eine kurze Real-Life-Story. Grüße gehen raus an Paxi. Ich weiß nicht, ob du das sehen wirst. Er hat 10 Stück von diesen Dingern hier gemacht und hat 6, 7 Walkouts gezogen. Unfassbar. Und schaut euch an, was wir ziehen. Schlechter geht's einfach nicht. Kann sein, dass wir auch gleich ein paar Sets an der Web-App öffnen. Nicht wundern. Oder am Handy. Keine Ahnung. Ich blende es euch dann ein, weil das ist hier wirklich grausam. Wenn wir jetzt nicht reinfahren. Letzter Versuch an der PlayStation, Jungs. Wenn wir jetzt hier nicht mindestens einen 84er ziehen, werden wir die nächsten 3 Sets mal an der Web-App öffnen. Komm. EA, mach nichts. Oh, komm, bitte. Nein. Ah, das wird wahrscheinlich... Oh, habe ich schon. Kann ich abstoßen. Sie wollen mich gerade auch wirklich ficken, Jungs. Haben wir schon. Können wir abstoßen. Man kennt ihn doch. Okay, zur Abwechslung haben wir uns mal gedacht, wir machen uns ein Team of the Week Set. Komm schon, EA. Pusht euch rein. Ihr wisst doch, wie es läuft. Macht mich glücklich. Ich schaue nicht hin, ob es ein Walkout wird, Jungs. Ich kann nicht. Ich schaue jetzt hin. Ja, hier, moin. Ach ja, Tarkowski, Bruder. Ach ja. Warum triggert mich sein Bild so? Ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Machen wir mal ein Web-App-Pack. Ich bin gespannt. 3, 2, 1, let's go. Komm schon. Ja, auch nicht das, was man erwartet. Aber es ist immerhin in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Sets wir mittlerweile gezogen haben. Ich glaube, ich bin bestimmt schon bei 10, 15 Packs circa. Vom Gefühl her passt das ungefähr. Und ja, wir werden uns gleich dann wiedersehen bei den nächsten Packs. Das wird mein letzter Versuch werden. 81 plus League All. Ansonsten werde ich noch 2, 3 Premier Leagues machen. Und ein TDW-Set vielleicht noch. Ja, wir gehen rein, Jungs. Wir gehen rein. Keine Freispiele. Ah, seit der Pass. Das ist in Ordnung. Da sage ich sogar nicht nein, weil diese Inform kann ich dann gebrauchen für die tauschbare Team of the Week SBC. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da bin ich zufrieden. Oh, und dahinter noch ein 85er. So kann es doch immer laufen. So bin ich zufrieden. Premier League Set, Jungs. Was kann uns dieses Pack geben? Komm schon. EA, ihr wisst. Oh, wir fahren rein. Ich schaue nicht, ob es ein Walkout wird. Ich schaue nicht. Ich schaue jetzt hin. Oh mein Gott. Kanté, Pogba. Pogba! Pogba! Let's go! Endlich mal einer. Ich habe nicht hingeschaut, ob es ein Walkout wird, Jungs. Depp, komm. Nein. Ah, ist ausgelutscht. Ich wusste, es ist ausgelutscht. Poggis, Jungs, let's go. Boah, was für eine Erleichterung. Klar, hätte ich jetzt hingeschaut, hätte ich auf Kanté gehofft. Aber mit Pogba will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Nimm mal mit, zeig auf deine Karte ruhig. Kann ich sogar einbauen, das ist das Geile. Ey, geil. Für 100k, die wir jetzt bezahlt haben, am Ende haben wir einen Pogba rausbekommen. Dahinter noch ein Mata, okay. Nimm mal mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, Jungs, ganz einbauen können wir ihn hier nicht. Er hat keinen grünen Link, Salah hat keinen grünen Link. Hier muss ich dann irgendwas verändern. Könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was wir hier verändern können. Aber so ungefähr passt er rein. Vielleicht mit einer anderen Formation oder so. Ich muss einfach mal schauen. Aber Pogba nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr, sehr nice. Endlich was, wo ich sage, es hat sich gelohnt. Okay, es wird das letzte 81-Plus-Set werden, Jungs, für dieses Video. Komm, Nosepack. Und danach machen wir noch ein tauschbares Team of the Week-Set. Und dann war's das. Komm, ist doch ein guter Abschluss mit Pogba. Wir gehen rein. Wir schauen wieder nicht, ob es ein Walkout wird. Ich schaue in 3, 2, 1... Uruguay, es ist Cavani, ne? Es war ein Walkout. Perfekt, Junge, der hilft mir so gut für die Team of the Week SBC. Da werde ich jetzt gar nichts bezahlen. Nehmen wir mit, Jungs. Sehr, sehr stark. Ich darf einfach nie wieder hinschauen. Wo ist er? Ah, da ist er. Da kommen wir doch. Aber wir dürfen einfach nicht hinschauen, habe ich gemerkt. Dann kommen die Spieler auch. Kommt dahinter noch ein 84er, 83er. Nehmen wir mit. Icardi und Cavani.
Doppelsturm von Paris nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Ist doch ein sehr, sehr geiler Abschluss. Zum Ende hin wurde es dann doch sehr gut. Wir gehen in das letzte Set für heute. Tauschbares Team of the Week Set. Lass es bitte ein aus dem Best-of werden. Wir werden wieder nicht hinschauen, ob es ein Walkout wird, Jungs, sonst direkt die ganze Spannung weg. Aber ich glaube, wenn Portugal kommt, kann es nur Ronaldo werden. Irgendwas, Mbappé, komm! Wir schauen, wie gesagt, nicht hin, Jungs, ob es ein Walkout wird. Wir schauen jetzt hin. Ah, ist Walkout, aber... Naja, egal, wir haben Walkout bekommen. Es ist in Ordnung. Ich will mich nicht beschweren. 86er Walkout geht wahrscheinlich für 15.000 oder so. Aber diese Coins nehmen wir am Ende doch nochmal mit. Dann bin ich raus, Jungs. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Danke für euren unglaublichen Support. Bis morgen und ciao.